Sechs Akkorde. Palm Mute. Slide. Ein universelles Schlagmuster. Zusammen Sappenseus. Teil 1. Schauen wir uns das mal an. Und 2 und 3 und 4 und 3. Das ganze Stück ist in Sechzehntel notiert. Das heißt nicht, dass du jetzt nur Sechzehntel Noten spielen musst, sondern dass du den Takt in Sechzehnteln zählst, damit du für jede Note den richtigen Platz bzw. den richtigen Zeitpunkt findest, wo sie nämlich hingehört. Wir schauen uns das mal auf ein Papier. Wie gesagt, einmal das ganze Schlagschema wie gerade gespielt. Es wird in Sechzehntel Noten notiert. Das heißt, wir haben 1, 2, 3, 4 Zählzeiten pro Taktschlag. 4 Taktschläge. Dann kommen wir auf die 16 Noten. Nicht jede Note ist eine Sechzehntel. Hier die auf der 1 wäre zum Beispiel vom Notenwert hier eine Achtel. Du zählst die Takte in Sechzehntel, damit du für jeden Anschlag den richtigen Zeitpunkt findest, wo er hingehört. Die Pfeile nach oben stehen für Abschläge, also wenn die Hand sich nach unten bewegt vor der Gitarre und an den Saiten. Die Pfeile nach unten stellen einen Aufschlag dar. Falls dir das für den Anfang etwas zu unübersichtlich ist, kann man das auch in Achteln notieren. Wir haben die gleiche Anschlagfolge, allerdings dann eben verteilt auf 2 Takte. Und wir zählen dann eben nicht erste unter, zweite unter, dritte unter, vierte unter, sondern nur 1 und 2 und 3 und 4 und. Hier ist natürlich jetzt noch eine kleine Besonderheit, dadurch, dass wir in der Sechzehntel hier natürlich keinen Taktstrich hatten in der Mitte, muss die Note, die jetzt hier auf der 4 und gespielt wird, gehalten werden und klingt bis in den nächsten Takt hinein. Also hier ist es im Moment eine Achtel und dadurch, dass wir die bis auf die 1 rüberziehen in den nächsten Takt, wird es von der Dauer her eine Viertelnote. Auch wieder den Pfeil nach oben für einen Abschlag, den Pfeil nach unten für einen Aufschlag und die Pfeile hier stellen die ganzen Anschläge dar, die man hört. Also, wo du mit dem Plektrum oder mit den Fingern an den Saiten vorbeistreichst und die dann auch spielst. Ganz wichtig ist aber, damit du nicht aus dem Takt kommst und dass du sämtliche Bewegungen mitmachst. Also auch bei der 1 und, wo eigentlich gar keine Note gespielt wird, dann einen Luftschlag machst. Die Hand geht nach oben, aber die Saiten werden nicht gespielt. Habe ich hier also nochmal notiert. Saiten werden nicht gespielt und die Saiten werden gespielt. Das kannst du üben, indem du mit der linken Hand die Akkorde nicht richtig greifst, sondern einfach nur alle Saiten abdämmst und mit der rechten Hand die Saiten anschlägst. Mach dir das mal vor. Jetzt keine Akkorde tatsächlich greifen und spielen, sondern einfach nur mal die Saiten anschlagen oder auch nicht anschlagen, bei den Luftschlägen halt. Aber ich mache es halt über den Verstärker, damit du hörst, wann ich tatsächlich mit dem Plektrum an den Saiten dran bin und wann nicht. Ich mache es langsam, damit du es auch mitkriegst. 1 und 2 und 3 und 4 und 1 und 2 und 3 und 4 und 1 und 2 und 3 und 4 und. Ich mache jetzt natürlich sehr große Anschläge immer mit dem Unterarm so, damit du es gut siehst in der Kamera. Weil wenn ich normalerweise so spiele, nur aus dem Handgelenk heraus oder vielleicht sogar nur aus den Fingern, siehst du nicht, was ich tue. Aber versuch es dir anzugewöhnen, nicht aus dem Oberarm zu arbeiten, sondern immer schön aus dem Unterarm, immer schön mit dem Handgelenk. Mit Schlagzeuger. Auch hier wieder schön vorzählen.
1 und 2 und 3 und 4 und 1 und 2 und 3 und 4 und 1 und 2, 3 und 4 und 1, 2 und 3, 4 und 1 und 2, 3 und 4 und 1 und 2 und 3 und 4 und 1 und 2, 3 und 4 und aus. Wenn du das mit dem Anschlagschema jetzt ein paar Mal geübt hast, kannst du so langsam aber sicher dann auch die Akkorde mit dazu nehmen. Auf der 1 greifst du den E5, auf der 3 machst du dann den hohen E5, den gucken wir uns gleich mal an, und spielst dann quasi den zweiten Takt weiter durch. Also die sind immer nur notiert, wenn sich ein Akkordwechsel ergibt. Bei der 1 wechselst du dann auf C5, bei der 4 und, das ist ein bisschen tricky, du schlägst also erst runter, noch mit dem C5, schlägst wieder rauf und wechselst dabei auf den G5. Bei der nächsten 3 wechselst du auf D5. Schauen wir uns die Akkorde mal an. Du machst den E5 in der tiefen Version, den greifst du im Grunde genommen wie ein E-Moll, nämlich auf der A-Seite und auf der D-Seite im zweiten Bund. Wenn hier oben also nichts drüber steht, ist das immer hier der Nullbund. Und hier der erste, zweite, dritte, vierte Bund. Die G-, B- und E-Seite spielst du nicht, deswegen sind die ausgekreuzt. Und die dicke E-Seite wird im Nullbund gespielt, also leer. Die wird nicht gegriffen, aber gespielt. Du kannst jetzt hier mit dem Zeigefinger auf die A und mit dem Mittelfinger auf die D oder auch den Zeigefinger als kleinen Barré-Griff auf die beiden Seiten zusammenlegen. So ähnlich machen wir es dann eben mit dem hohen E-Griff. Den greifen wir dann im siebten Bund. Der Zeigefinger kommt auf die A-Seite. Die dicke E-Seite wird nicht gespielt, die B-Seite wird nicht gespielt und die dünne E-Seite wird nicht gespielt. So, und auf der D-Seite und auf der G-Seite im neunten Bund, 7, 8, 9, kommt dann der Ringfinger, auch wieder als kleiner Barré, oder der Ringfinger auf die D-Seite und der kleine Finger auf die G-Seite. Das kann man beides, wie es dir am besten gefällt. Der zweite Teil wird dann mit einem C5 gespielt. Das ist auch wieder ein Powerchord. Die Powerchords werden fast immer gleich gegriffen. Der Zeigefinger greift den Grundton, dann bleibt ein Bund frei und dann, wie gesagt, zwei Bünde weiter kommt dann eben der Ringfinger oder, wie eben schon gesagt, Ringfinger und kleiner Finger dann auf die nachfolgenden Positionen. Das ist der Grundton, das ist die Quinte und dann haben wir hier den Grundton nochmal oktaviert oben drüber. So, hier am dritten Bund liegt auf der A-Seite das C, deswegen ist das ein C5. Hier auch wieder darauf achten, dass die E-Seite, die B-Seite und die dünne E-Seite nicht gespielt werden. Direkt darauf folgt, auch im dritten Bund gespielt, aber mit dem Zeigefinger auf der E-Seite, also der Grundton liegt dann auf der dicken E-Seite, Ringfinger dann entsprechend auf der A und auf der D, spielen wir einen G5. Und wenn wir dann ein bisschen weiter rüber rutschen, in den fünften Bund, und dann quasi wieder ein C5 greifen, aber nicht am dritten Bund, sondern am fünften Bund, Zeigefinger auf der A-Seite, Ringfinger auf der D und auf der G, sind wir beim D5. Nachdem du den dritten Teil gespielt hast, der geht genauso wie der erste Teil, kommst du jetzt zum vierten Teil. Der vierte Teil fängt an mit einem G5, dritter Bund, Zeigefinger auf der E-Seite, dann rutschst du weiter in den fünften Bund, spielst ein A5, rutschst wieder weiter mit diesem Griff in den siebten Bund und da spielst du ein B5. Und da bitte darauf achten, ich spreche immer in der englischen Schreibweise. Also in der deutschen Schreibweise wäre hier richtig ein H. Beim vierten Teil setzt du hier die untere Reihe bei den Akkorden einfach durch die Akkorde G5, A5 und B5. Jetzt spiele ich das ganze Schlagschema nochmal durch mit den Akkorden. 1 und 2 und 3 und 4 und... Teil Nummer 1. Teil Nummer 2 wäre 1 und 2 und 3 und 4 und... Machen wir nochmal mit Schlagzeuger. Und 2 und 3 und 4 und 1.
Sollte bei dir die Frage aufkommen, welches Equipment ich hier verwende, ich werde in der Videobeschreibung eine entsprechende Auflistung machen. Aber nicht, weil es eine bezahlte Werbung ist und mir die Sachen quasi für lau zur Verfügung gestellt werden, sondern weil es alles Sachen sind, die ich hier im Laden habe und verkaufe. Das war es auch schon. Wenn du Musiker bist oder mit der Musik anfangen möchtest, bin ich gerne für dich da. Im Web roadhousemusic.com, per E-Mail, per Telefon, per Handy. Und natürlich hier im Laden. Wenn du weiter weg wohnst, dann bitte, gib den Local Heroes in deiner Nähe eine Chance. Sowohl beim Unterricht als auch beim Equipmentkauf. In diesem Sinne, hau rein und bleib tapfer.